Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Nun das vierte Video zum Thema Rechnen mit dem Komma. Jetzt folgt die Division. Hier habe ich eine Aufgabe mitgebracht. 16,24 geteilt durch 4. Der Merksatz dazu ist etwas umständlich, aber inhaltlich ganz einfach. Das Komma wird gesetzt, wenn es überrechnet wird. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Und das machen wir jetzt. 16,24 geteilt durch 4 gleich. Ich beginne also. Wie oft passt die 4 in die 1? Gar nicht. Nehme ich zwei Zahlen. Wie oft passt die 4 in die 16? 4 mal. 4 mal 4 sind 16. Es bleiben 0 über und ich hole die 2 runter. In diesem Moment überschreite ich das Komma. Also setze ich auch hier das Komma. Das Komma wird gesetzt, wenn es überrechnet wird. Und jetzt komme ich darüber. Weiter geht's. Wie oft passt die 2 in die 4? Gar nicht. Also 0 mal. Jetzt hole ich die 4 runter. Wie oft passt die 4 in die 24? 6 mal. Und 6 mal 4 sind 24. Es bleiben 0 über, die Aufgabe ist fertig. Und das Ergebnis ist 4,06. Das war's.